Hier ist wieder so ein blöder Goblin, der hier wieder Sachen rumbrüllt. Fang! Oh, shit. Okay, der ist tot. Weg. Kannst du was... Das ist so doof mit dem... Ich kann ihm was auf den Kopf fallen lassen. Nee, wir müssen... Keine Ahnung, wie das irgendwie... Der muss, glaube ich, timen irgendwie, dass der das durchfliegt oder so. Aber hier genau gegen das Schwarze darfst du nämlich nicht kommen lassen. Ich kann nichts mit ihm machen. Kannst du nicht die Ebene irgendwie runterholen? Die Kiste kann ich drauf machen. Die Ebene, das Ebending nee, runterholen das geht nicht. Nicht. Das habe ich schon versucht. Hm. Kannst du ihn rüberkommen, bitte? Jetzt knall mal den Hammer nochmal rüber, Benny. Das hat doch vorhin geklappt. Na, aber nur, weil ich Glück hatte. Könnte er den von hinten angreifen, denke ich. Oh, jetzt hat's doch getroffen. Na gut. Den hier kann ich machen. Hat getroffen, der ist tot. Jetzt kannst du... Jo, grüll mich! Der war doch eh schon so weit unten. Ja, aber das war doch nicht am Wasser. So. Mea culpa. Mea culpa, Alter. Komm, Benny. Achso, jetzt muss es wieder hoch, ne? Moment. Ja. Kannst du ja ein bisschen immer rüber kleiden. Oder ist sogar noch rechts oben was, da ist noch einiges. Ja. Rechts? Warte mal. Ja, da ist noch viel, viel mehr. Wir müssen glaube ich alle da drauf oder wir müssen noch irgendeinen Trick machen. Warum brauchen wir überhaupt die ganzen Kugeln? Weil Lumi die haben will? Mhm. Lumi ist gerade beschäftigt. Könntest du mal hier so ein Gravitationsfeld-Dings hinmachen? Oder warte mal, vielleicht kann ich es auch so machen. Warte. Ja, ich bin gerade draufgegangen, glaube ich. Nee, ich glaube, ich habe was aktiviert, was eine Zwischensequenz einläutet. Du hast nichts aktiviert, ich habe was aktiviert. Aber ich habe mitgemacht, ja, egal, auf jeden Fall fliegen wir weg. Weg von den Kugeln, hab da fein gemacht. Ach ja. Müssen wir halt das Level nochmal spielen? Nee. So cool tryen ist, aber nochmal muss ich es nicht machen. Eben. Also vielleicht in einem halben Jahr oder so. Wenn jetzt bei Borderlands langweilig geworden ist. Nee. Dann kriegt jeder einen anderen Charakter. Okay. Ich mag nicht wieder der Zauberer sein, dem jeder sagt, was er für Kisten bauen soll. Keine Lust mehr drauf. Wir können auch tauschen, was muss Pontius leveln. Und Bosser Pontius ist eigentlich nur ein Hammer, der Rest ist egal. Ich will auch Goblins kloppen. Dann nimm halt Bennys. Avatar. Ganz nur ohne rum. Sehr geil, ich will so eine Kanone haben. Oh ne, würde ich auch nehmen. Und die Uhren. Also ein plötzlicher Angriff hatte unsere Helden vom Himmel stürzen lassen. Sie klammerten sich an die Flugmaschine, die auf den Boden zuraste, wo die bösen Kobolde schon lauerten. Nett. Fort! Oder ich zerquetsche das Weib! Das bezweifle ich sehr. Margaret ist nicht einmal hier. Wir schon. Und wir vernichten dich und deine Höllenmaschine. Ha! Sie sollen zwar Städte zerstören, aber wir können auch mit euch anfangen. Oh. Höllenmaschine! Go! Ich flieg mal, ne? Ich glaub, hier oben ist man relativ sicher. Gefühlt. Oh, jetzt mach doch hier nicht sowas! Ich glaube, ich muss die Kugeln auf das Ding wieder zurück. Oh Gott, aua! Ja. Aua! Schießt jetzt auf dich? Ja, der hat gerade auf mich geschossen. Oh oh. Nee. Oh Gott, wir gehen hier Sachen kaputt. Wieso gehen hier. Ich versteh's nicht! Du willst den verstecken? Oh. Ich dachte, hoch unten drunter ist es sicher, aber. Die Säge kann ich lenken. Oder auch nicht. Okay, ich bin tot. Wir sind beide tot. Ja, wir gehen macht genau toll. Unten drunter. Unser Schicksal liegt in Felix Hand. Du musst uns zum Checkpoint bringen, tatsächlich gerade. Und unten drunter sollst du nicht gehen. Oh. Ist mir schon klar, deswegen bin ich ja dazwischen. Du kannst gegangen. Sie aber oben festhalten, ne? Hoch. Achtung. Oh mein Gott, der holt uns tatsächlich wieder. Hätte ich nicht mitgerechnet. Achtung, hier oben ist Stacheln. Ja. Mir rennt erstmal wieder voll rein. Ich bin doch schon weg. Wo muss das jetzt hin? Ich glaube irgendwo in so ein was so rot leuchtet hinter der Säge in dem Sägeblatt. Da muss ich glaube ich hin. Oh, hoi. Ich will nicht gekettensägt werden, Mister. Lassen Sie das.
Ich hab doch Frauen und Kinder. Zwischen Kettensäge und Stacheln. Ja, hab ich gerade. Da hab ich das ja vor uns gemacht. Nur kurz hier raus. Was bringt mir das? Ich hab die gerade. Ich hab dich mit der Kanonenkugel getötet, die ich mitgenommen hab. Ja. Die Kanonenkugel wieder hinter die Kanone, ne? Also, ja, scheiße. Du musst sie relativ schnell machen. Ja. Gerade gemerkt. Achtung. Schieß mal. Da unten hat er auch geschossen. Ja, aber da krieg ich gerade noch dran. Deswegen komme ich gerade zu dir hoch, dass er uns hoffentlich nicht mehr auf uns schießt. Er schießt immer noch auf Felix. Aua. Das Gravitation. Ist die, oben, die ist doch noch gewesen. Bitte zu langsam. Achtung, Benny. Hast du mich gerade da runter gestummt? Ich habe überhaupt nichts gestummt. Da ja, kam nämlich da kam eine fiese Kanone. Voll, ich bin hier gerade gekreissiegt wegen dir. Hilfe, Hilfe. So, ganz klar. Du lässt mich hier am Leben. Ich kann da wirklich nichts machen. Was soll ich denn tun? So schön, dass du gemacht hast, dass mir ganz ein Leben gegeben, ja, während ich gekreissiegt wurde. Das war sehr grausam. Bei mir nicht. Oh, oh mein Gott. Geh doch nicht zu zweit hier drauf, ist doch, das geht doch nicht. Ich will doch hier nur weg. Wisst ihr wirklich das mit den Kanonen? Könnt ihr nicht einfach selber drauf schießen? Nein, ich probiere die ganze Zeit nicht. Ich probiere die ganze Zeit schon mit meinen Pfeilen. Du kannst nicht von unten dagegen schießen, Felix. Du musst da oben drüber schießen, wenn dann. Weil die haben immer so einen Arm davor. Wenn, dann musst du von oben schießen. Ich feuer hier eigentlich im Dauerzustand. Immer noch, von unten geht nicht, Felix. Das hab ich jetzt dreimal gesagt. Da ist ein Arm davor. Ich hab's von der Seite gemacht. Ah. Du darfst aber nicht unten stehen, du musst doch von oben schießen, tatsächlich. Von oben ist aber ein Unschild davor. Wenn die halt aufgehen, nur wenn die blinken, dann musst du da drauf schießen. Jetzt wäre gut gewesen. Du bist ja, wenn. Kurz bevor das halt das Zeug zu. Oh, jetzt nehme ich wieder. Ah. Hier, nimm meinen Hammer ins Gesicht. Mein Hammer ist mächtig. Dummi? Hier beim Nachladen, da kann man da reingehen. Irgendwie doch nicht. Nee, es geht eben nicht, Benny. Man kann hier reinschießen. Aber warum blinkt das dann so? Oh. Ist ja auch da oben. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Ich habe ja wie gesagt schon Haufen Feuerpfeile reingeschossen. Dann verstehe ich das noch nicht. Achso, Moment mal, da ist doch oben so eine Anzeige von grünen Sachen, die wir kaputt machen müssen. Ja, ja. Grünen Sachen? Rechts doch. Oben so. Ist eine Anzeige von Sachen, die wir kaputt machen müssen. Ah, guck mal, da habe ich doch was kaputt gemacht. Wie jetzt? Im richtigen Moment. Ich habe da reingeprügelt einfach im richtigen Moment. Ich muss aber von oben halt reinspringen. Aber es ist doch an der Anzeige rechts oben ist noch alles grau, also. Nee, da ist nichts grau. Es geht um die linken, um die grünen Bobble da am Rand. Und eins ist aber jetzt kaputt. So. Was ist denn da am letzten kaputt? Weil ich kann ja nichts machen ohne. Bin wieder runtergefallen. Können Sie bitte mal, Mister? Ja. Hier, das wieder eins zerstören. Alles müssen wir hier selber machen. Ja, machen wir selber. Ich komme da halt echt scheiße ran. Ich kann ja nur Sachen dahin schießen, die er schießt. Du musst halt, du kannst halt nur die Kanonenkugel nehmen als Zauberer. Ja. Das ist zum Teil zu langsam. Da kommt das Gravitationsfeld noch dazu. Halt ihn, Ich bin tot. Aber ich kann dich wiederbeleben. Das ist schön, dankeschön. Ich kann Benio einfach zum letzten Checkpoint zurückkehren, da kann er ja. Nein, geht nicht im Bosskampf. Hab ich schon dreimal geguckt, ist ausgegraut aktuell. Okay, der geht aktuell auf Felix. Ist der Bosskampf wieder neu anfangen, wenn wir sterben? Das haben wir schon wenn wir alle sterben, ja. Ich komm da gerade nicht hoch. Ich bin zu weit runtergefallen. Wir müssen halt wirklich von. Also ich muss zumindest von oben. Schieß auf dich selber. Ich muss da halt rechtzeitig. Ja, läuft! Ah, guck mal. Jetzt ist eins kaputt. Eine Funktion. Es hat nur noch Bomben und Feuer. Der wollte gerade fast sich selbst befeuern, geil. Aber ich glaube, das funktioniert das so, wie du das machst, Felix? Kannst du es mal ein Stück nach links? Ich bin tot. Okay, dann belebe ich das mal wieder. Ja. Nach links willst du es haben.
Ja, jetzt bin ich selber nice. Rübergegangen. So, jetzt ist auch ein Feuerding kaputt. Jetzt haben wir noch jeweils eins von den Sachen kaputt machen. Kanonen googeln. Hab's versucht. Hat nicht geklappt. So, Kanonen ist kaputt. Okay, eine Sache. Das ist auch Feuer. Lumi wollte eigentlich schon den 100% von Shrine machen. Ja, ich bin schon im Weg. Wenn das runtergeht, kann ich da reinhauen. Warte. Aber ist noch nicht unten. Warte. Jetzt ist er unten. Nö, what? Der ist gar nicht runtergegangen, dass ich da reinhauen hätte können. Ja, das ist in dem Moment weggeglitscht. Ich lenke ihn wieder ab. Ey, du Scheißteil. Ich muss hier rein. Lass mich doch hier rein. Du bist Vieh. Ich aber da die Dings kaputt dazu. Ja, lass mich doch voll. Ja, ich bin übrigens wieder tot. Ja, Lumi! Die Gravitation hilft schon gegen das Feuer, da kann nämlich niemanden töten. Übrigens Brenndinger da oben. Und ihr könnt nicht zu zweit auf den gleichen Strom hoch. Ja, ja. Nein! Hab's überlebt. Felix, aber du brauchst den Luftstrom doch gar nicht zum Hochgehen, oder? Kannst du dich nicht einfach so... Nein, brauche ich nie. Ja. Oh, ich lebe wieder. Jetzt ist Felix tot. Ich brauch den Luftstrom, dummerweise. Aber du dich um das Ding, ich hole Felix. Danke. Alles klar, Chris, ich wünsche dir eine gute Nacht und schön, dass du da warst. Bis bald. Mach's gut. Ja. Jetzt dran! Ja. Jetzt! Kannst du mitmachen? Wo lebst du denn? Entschuldigung, ich war abgelenkt. Der Chat war's. Chris hat sich verabschiedet, tut mir leid. Ja, gut, Nacht, Chris, schlaf schön und voll mal schön. Ich lebe ja noch. Was müssen wir denn jetzt machen? Den Typen da oben drauf. Aua. Unten drunter ist immer noch schlecht. Ich bin tot. Ja, ich auch. Felix ist der Einzige, der noch lebt. Oh, unten drunter ja, ist schlecht. Genau. Oh, jetzt aber hoffentlich ab dem Punkt. Level neu starten oder beenden und zurück ins Hauptmenü? Nee, du musst neu starten. Und du musst dann den ganzen Kampf jetzt neu machen. Jetzt haben wir den verstanden. Hatte unsere Helden vom Himmel stürzt. Oh. Yep, der ganze Kampf neu. Jetzt haben wir doch verstanden, jetzt brauchen wir nicht eine halbe Stunde rumrätseln, was hier los ist. Ich renne das mal durch hier. Ja. Wollt ihr jetzt eigentlich wirken den nach oben oder nicht? Ich warte die ganze Zeit, bis ich auch hoch kann. Ha! Ich hab diese Kanonenkugel dort reingehauen. Ist das Ding kaputt? Lass mich da rein. So. Jetzt. Nee, ist nicht kaputt gewesen. Doch, jetzt ist eins, kaputt. Ben hat eins kaputt gemacht, du. Oh. Hier oben. Ja, es geht doch darum, du musst immer zweimal auf die Sachen hauen. Gott, was passiert hier mit mir? Ich hab wenig Leben. Ich gebe auch, ob ich dir welches kriege. Neben Inkommen. Boah, das war knapp. Wir haben volles Leben. Ja, ich musste trotzdem wegsprinten, weil der hat sich auch, wollte mich auf sich auf mich draufsetzen. Ich kann nicht mehr reden, ich bin nämlich schwer konzentriert. Yes! Schön gemacht, Felix. Das wird in der nächsten Version gefixt. So, dann machen wir einmal eins ist schon kaputt. Brenn. Jawohl. Kann ich nichts mehr machen. Das kann ich nicht mehr. So. Ich warte einfach, bis ihr tot seid, dann hole ich euch wieder. Das ist wirklich ein bisschen blöd gelöst, dass der Zauberer so wenig machen kann. Hey, da. Aua! Nein, bin ich dagegen! Bam! Wisst ihr, geht doch jetzt viel einfacher. Jetzt haben wir nur noch einen, den wir kaputt machen müssen. Ja, der ist hier. Gerade. Hol ihn hierher. Oh, jetzt lauf ich wieder weg. Ich fahr zu langsam. Nochmal. Moment, nee, da komme ich nicht dran. Kommt ihr erstmal auf die linke Seite, da ist viel mehr Platz. Jetzt, hauen sie ihn! So, und jetzt schnell nach oben. Wir müssen den Typen da oben nur hauen. Yeah. Geil! Wir haben ihn! Victory! Victorious! Cool, wie der umglitscht. Ich wollte gerade sagen, der glitscht nur ein bisschen.
fliegt der gerade in den Himmel oder so. Der ist überall. Gleichzeitig. Cool, wo ist der Zauberer? Ja, der ist tot. Wie immer. Yes. Yes. Weezes Koboldschergen hatten nicht gewagt, sich Margaret zu nähern. Warum, so fragt man sich. Ah. Ich kann es nicht fassen. Margaret, bist du da drin? Liebling. Sie sieht genau aus wie diese Koboldkunstwerke, die wir überall gesehen haben. Genau so. Ist sie jetzt der Koboldheilige? Heilige Hausdrachen? Seht nach oben. Das Licht kommt nicht vom Himmel. Trine, du warst all die Zeit hier. Hast Margaret beschützt. Nie wieder rede ich schlecht von dir. Und so waren Amadeus und Margaret wieder vereint. Der Anführer der Koboldarmee war besiegt und es galt nur noch, sich endlich auszuruhen. Ich dachte zu besaufen. Gehen wir heim. Mein Magen hat so geknurrt, ich konnte die Schlachtgeräusche kaum hören. Und ich will fort, ehe uns ein weiteres Abenteuer heimsucht. Ich traue mich nicht, den Sack zu öffnen. So nimmt sie ihr Ende, unsere Koboldgeschichte. Die Gefahr ist gebannt, die Gemahlin befreit. Mehr zu berichten gibt es nicht. Drum ist für uns alle nun Schlafenszeit. Okay, tschüss. Ihr seid immer so 2 Sekunden vor mir irgendwie. Doch Text und ihr lacht schon. Tja, wir sind halt schneller dran. Vielleicht lesen wir einfach die Untertitel. Ich habe gar keine Untertitel. Ich habe die Story. Ach so, deshalb. So. Sind wir jetzt endgültig durch? Yep. Ja. Das Wenn du ist die Liste der Mitwirkenden verlässt, verlassen alle Spieler die Liste. Ihr bleibt aber im selben Spiel, wirst du die Liste wirklich verlassen. Gibt's am Ende noch einen Abspann nach der Liste? Nicht, dass ich wüsste. Der war doch gerade Abspann. Naja, doch mal so ein Gag oder so. Keine Ahnung.